Cause the players gonna play, 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 play. And the haters gonna hate, 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 hate. I'm just gonna shake, 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 shake. Shake it off, shake it off. Heartbreak is gonna break, 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 break. Wenn ich mich endlich aufgerafft habe, aufzustehen, ist das allererste, was ich jeden Morgen wirklich mache, einfach meinen Bademantel anzuziehen, weil mir, wenn ich aus dem Bett steige, einfach immer richtig, richtig kalt ist, weil mein Bett so kuschelig warm war. Und was ich dann als allererstes mache, ist ins Badezimmer zu gehen und meine Zähne zu putzen, weil ich das Gefühl von ungeputzten Zähnen einfach überhaupt nicht haben kann. Ich denke, jeder von euch wird wissen, was ich damit meine. Und wenn ich dann merke, dass meine Haare ein bisschen fettig sind und ich noch Zeit habe, dann mache ich einfach meinen geflochtenen Zopf auf, den ich jede Nacht trage, und dann gehe ich erstmal duschen. Unter der Dusche benutze ich meistens das Long Repair Shampoo von Nivea und die I Love Raspberry and Blackberry Duschcreme. Und dann ziehe ich mich auch schon um, und natürlich geht das in Wahrheit leider nicht so schnell, aber meine Hose ist dieses Mal von Hollister und mein Pulli ist von Forever 21. Und dann kommen wir auch schon zum Make-up, wo ich wirklich nichts Besonderes mache. Und zwar benutze ich zuerst den Mattifying Perfection Concealer von P2 und den gebe ich einfach auf meine Unreinheiten und auch auf meine Augenringe. Und den verblende ich dann anschließend einfach mit einem Pinsel von Sue Eva. Das ist jetzt in dem Fall der Petite Stippling. Wenn ich damit fertig bin, setze ich das alles mit dem Manhattan Soft Matte Loose Powder und einem neuen Pinsel, den ich mir bei Amazon bestellt habe. Und zwar ist es von Real Techniques, dieser Setting Brush. Ich wollte unbedingt mal so einen coolen Pinsel haben, mit dem ich so unter meinen Augen meinen Concealer setzen kann, wie die ganzen coolen YouTuber das machen. Und den Rest meines Gesichts setze ich dann einfach mit dem Powderpinsel. Und dann jetzt auch schon an die Wimpern. Die habe ich zuerst gebogen, wie ihr gesehen habt. Und dann tusche ich sie ganz einfach mit der Big Eyes Mascara von Maybelline in der wasserfesten Variante. Und ja, da mache ich nichts Besonderes. Einfach oben und unten tuschen. Und weil ich natürlich wieder patzen muss, weil ich morgens einfach nicht in der Lage dazu bin, meine Wimpern vernünftig zu tuschen, muss ein Wattestäbchen her. Und momentan liebe ich die Nummer 005 Sugar Frosting von den Revlon Lip Butters. Und die trage ich einfach ganz, ganz leicht und normal auf meine Lippen auf. Das ist eine Lippenpflege mit ein bisschen Farbe. Diese Farbe ist jetzt nicht wirklich mit Farbe, sondern eher so ein rosa Schimmer, was ich sehr, sehr gerne mag. Und das war's dann auch schon. Ich habe ja gesagt, es ist wirklich nicht viel, was ich morgens mache, weil ich auch einfach viel zu faul bin. Und anschließend packe ich dann einfach meine Schulsachen für den Tag, also das, was ich für diesen Tag eben brauche, in meine Schultasche ein. Die ist übrigens von H&M. Ich kann euch versuchen, einen Link in die Infobox zu setzen, falls es die noch gibt. Da meine Haare nach diesem ganzen Prozess jetzt noch nicht ganz trocken sind, muss ich sie meistens einfach noch föhnen, weil ich nicht mit nassen Haaren nach draußen gehen möchte, weil ich dann sofort Schnupfen bekomme. Und wenn ich dann fertig bin, sie so halbwegs trocken geföhnt zu haben, gehe ich auch schon runter. Und das erste, was ich dann mache, wenn ich unten angekommen bin, ist mir mein Butterbrot aus dem Kühlschrank zu holen, da ich morgens nicht zu Hause frühstücke, sondern meistens in der Schule. Und dann ziehe ich mir auch schon meine Schuhe an und ja, dann gehe ich so zwischen 7.15 Uhr und 7.20 Uhr auch schon zur Schule.
So, das war's jetzt auch schon wieder mit meiner Abendroutine und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls es so ist, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben, damit ich das sehen kann. Und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, dieses Video war wieder mal eine Kooperation mit der lieben Jule. Wir haben ja schon mal eine Kooperation über Morgen- und Abendroutine gemacht, aber diesmal haben wir es andersrum gemacht, dass ich die Morgenroutine und sie die Abendroutine hat. Und das war jetzt sehr viel Routine in einem Satz, aber egal. Ich verlinke euch ihr Video zu dieser Kooperation einmal hier. Und mein Video zu der letzten Kooperation, wo ich die Abendroutine hatte, verlinke ich euch mal hier. Und hier kommt ihr jetzt zu meinen sozialen Netzwerken. Falls ihr Lust habt, mir dort zu folgen, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr das tut. Und ja, tschüss!